Hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich glaube, den Satz habe ich noch nie genannt. So, als Einleitung. Ja, also probieren wir es doch auch mal damit. Mal so ein bisschen was Auflockerndes. Worum soll es heute gehen? Ich möchte euch einen kleinen Einkauf zeigen. Heute ist wieder schwer. Ich habe mich noch nicht ganz beruhigt von Cindys Post, die hier eingetrudelt ist. Und es schwingt noch so ein bisschen nach. Und deswegen habe ich gedacht, na ja, boxen wir doch noch mal einen an. Nee, wir boxen einen an. Nein, wir öffnen eine Box. Es geht schon wieder los. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Hier ging es eigentlich nur in der Bestellung um Bling Bling und Shishi. Ich will jetzt gar nicht lange rumreden, Creative Arts war der Shop, wo ich drinne war und habe also ein bisschen was eingekauft. Ein hoffentlich auch Nachschub, weil es ist ein Glitzer, der mir alle geht und um den trauere ich. Und so wie es aussieht, geht der auch aus dem Sortiment raus. Schrecklich für mich. Ich hoffe, dass ich das Richtige jetzt gefunden habe, weil ich habe wieder nicht aufgeschrieben, wie der hieß und habe einfach mal so reingehauen, ne, und hoffe, dass es jetzt der richtige ist. Keine Ahnung. Nehme euch dazu gerne mit. Alles selbst gekauft. Ich werde nicht gesponsert. Aber ich möchte einfach Creative Arts hochhalten. Ich war damals auch sehr begeistert von den Glitzern. Ich habe aber sonst nichts von der Firma. Aber die Glitzer sind halt wirklich in der Komposition. Und ihr könnt ja auch eure Wunschglitzer quasi kreieren lassen. Wenn es das überhaupt, ich denke, dass es diese Leistung noch gibt in dem Shop, finde ich auch eine super tolle Idee. Schaut da gern mal vorbei. Im Moment ist es so, also ihr bekommt halt auch immer mal vergünstigt welche. Das sind dann die quasi das Sortiment verlassen. Glitzergeschichten, das finde ich dann auch immer sehr schön. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es war, was ich bestellt habe. Moment, vorsichtig, weil das Päckchen hier werde ich aufheben. Das finde ich klasse, da muss ich mir die Maße nehmen. Also wie gesagt, wir lassen es jetzt mal glitzern und funkeln. Oh, das ist neu. Oh, schaut mal. Oh, wie süß, ein Stempel für dich. Mit Liebe verpackt und geprüft. Oh, das ist doch schon wieder ansprechend, oder? Ich mache das ja jetzt auch so. Ich klebe bei meinen Päckchen jetzt immer eine Info noch rein und ein herzliches Dankeschön. Wertet immens auf. Da bin ich noch am Überlegen, dass ich mir auch sowas an Seidenpapieren zulege. Aber da bin ich einfach noch zu klein in meinem Unternehmen. Ich bin ja nun wirklich ein Handmade-Unternehmen und das ist mir dann, ja, es muss ja auch am Ende was für mich rausspringen, gell? Sind wir doch mal ehrlich, gell? So ein Schwarzwälder Kirschtorte mal so zwischendurch würde ich mir auch gerne mal wieder. Nee, ich back die selber, vergiss das, das war jetzt Quatsch, aber wie gesagt, muss ja was bei rumkommen. Ich bin ja hier leidenschaftlich nur für YouTube tätig, für euch da draußen. Da möchte ich auch nochmal sagen, es geht nicht darum, wie soll ich denn sagen, ich möchte, dass wir wirklich eine Einheit sind bei diesem Kanal und ich möchte, dass sich niemand so fühlt, als wäre er, ich bin nur ein Anfänger und ich kann das alles noch nicht so gut und alle können das besser als ich. Genau diese Gruppe will ich mitnehmen, mit uns dazu nehmen. Gerade Anfänger können hier mitnehmen, ohne Ende. Und ich mache das wirklich aus diesem Grund, weil ich war damals auch ein Anfänger. Und ich bin immer noch ein Anfänger. Ich bin Anfänger im One-Stroke, ich bin Anfänger im Stempeln. Für euch sieht das vielleicht nicht mehr so aus, aber es ist so. Ich bin nicht perfekt und ich bin auch stolz darauf, dass ich nicht perfekt bin. Denn der, der sich perfekt nennt, der hat sein Level erreicht. Was will er denn dann noch erreichen? Ne? Wir wollen nach oben hin immer weiter. Nicht arrogant, höher, schneller, aber doch, so dass wir immer einen Mehrwert für uns alle hier haben. Und deswegen ist dieser Kanal, möchte ich mal sagen, langsam so erfolgreich, weil ich möchte, dass wir uns alle zugehörig so in einer, wisst ihr, in einer Wohlfühloase des Nageldesigns befinden, wo es nicht darum geht, hey, die macht die geilsten Nägel und die hat die tollsten Designs und die kann das besser als ich und hin und her. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch abgeholt fühlt von mir, für einen Moment abzutauchen in dem Nageldesign, was euch vielleicht dann wieder voranbringt. So, jetzt höre ich auf zu schnacken. Ich rede schon wieder zu viel. Es tut mir leid. Also süß, ne? Also die habe ich ja auch, ne? Und die ist auch, also super süß gemacht. Ist wieder was, wo man sich nicht getraut zu öffnen.
Was ich natürlich nicht brauche, ist das, nicht wahr? Ich entsorge. Aber das Päckchen behalte ich. Das werde ich auch wieder verwenden. Ich bin da ja wirklich auf diesem Trip und ich muss diese Aufkleber noch haben. Wo das ganz lieb draufsteht, dass ich ein recycelter Karton bin. Also ich nicht, aber das Kartonchen. Wunderbar geht das auf. Ja, das ist im Grunde meine Ausbeute. Nicht viel, aber trotzdem, ne? Gut, das sind sie. Und ich sehe schon, es ist dabei. So, das ist es, weshalb ich bestellen musste. Ja, Golden Day, das ist ein Mix, der ist einfach, das ist so ein richtig sattes Gold, aber es ist nicht gelb. Es ist, ne, wenn ich jetzt mal so einen Vergleich, hier ist mit Holo dabei, oh nein. Also ich brauchte das für, auch für unsere Epoxy-Harz-Geschichten. Jemand, der Gold haben möchte, möchte Gold. Er möchte kein Gelb-Gold, er möchte Gold. Und genau das ist es. Ich glaube, ihr seht es ganz gut, oder? Es ist in der Kamera, es ist ein warmer Goldton, aber nicht quietschegelb. Ihr wisst, was ich meine. Ich feiere ihn. Und es ist ein Mix und es ist aber wirklich nur diese Farbe und nichts anderes. Shape Mix Golden Day 9371. Müsst ihr mal gucken, ich glaube, der geht tatsächlich aus dem Sortiment, meine ich. Sehr schade. Dann habe ich mir geordert Rosé Gold. Und zwar ist das die 9125. Genau. Dieser Shop wurde mal eine Zeit lang von Verena Korf auch unterstützt, soviel ich weiß. Und da waren immer mal wieder, da müsst ihr mal gucken, auch wenn sie nicht mehr Videos dreht und zur Verfügung stellt. So kann man aber trotzdem, sie hat ja ihren Kanal zum Glück offen. Da ist Creative Arts auch zu finden. Ich sappel schon wieder zu viel. Ich habe Sappelwasser heute Morgen getrunken. Rosé Gold auch, kleinste, mittel und große, aber nicht ganz groß. Ja, wunderschön. Und da könnt ihr euch auch mal durchgucken. Schreibt es schön auf, die Nummern, und guckt, ob es noch verfügbar ist. Wie gesagt, es gehen einige Sachen raus. Grace heißt der Schatz. Auch das noch. Wunderbar. Schöner Ton. Dann habe ich hier, was habe ich hier gekauft? Ich kann es euch sagen. Ich bin ganz aufgeregt, versteht ihr? Ich stehe jetzt auch, damit ich nicht vom Stuhl falle. 765 Diamonds Silver Gold in Mix. Aber es wirkt für mich auch wie Hololo. Ja, auch wow. Ja, herrlich. Feiner Glitzer, also nicht ganz fein, so mittelfein. Ja, aber jetzt kein Mix in dem Sinne, oder? Warte, ich schaue nochmal. Es ist ja gerade direkt von der Post. Ja, doch ein Mix, aber nicht mit ganz großen. Also feiner Glitzer und normale Größe Glitzer. Größenglitzer, glitzergroß, ganz normal. Ich bin aufgeregt. 991 Sparkle and Queen Black Gold. Ich habe schon mal was gehabt in der Richtung mit Black Gold. Warte mal. Nee, den habe ich schon wieder verarbeitet. Das steht hier wieder nicht. Also ich liebe diese Glitzer. Von mir aus kann es sie in 10 Gramm geben. Das wäre für mich sogar als Unternehmerin besser. Schaut euch das an. Oh, ich sehe schon wieder schwarze Nägel vor mir, schwarz mit rot irgendwie so und dann so mystisch. Ein bisschen sexy, je nachdem, ne, was einem einfällt. Ja, 991. Keine Ahnung, ob das aus dem Sortiment geht. Ich weiß halt nur, meinen, den ich haben wollte, kriege ich nicht mehr in der Menge. Dann habe ich natürlich dann, weil es den ursprünglichen für mich nur noch einmal zu kaufen gab, musste ich dann nochmal einen anderen Gold tun. Das ist ein Wunschglitzer sogar von der Kundin YS 032. Also wie gesagt, ihr könnt Wunschglitzer machen. Jetzt bin ich gespannt, was die Dame sich gewünscht hat. Was mit Lila, Gold, ja. Wartet, ich mach's mal ganz gemein. Ich gehe tatsächlich mit dem Finger rein. Ganz gemein, Finger rein. Kann man das irgendwie so sehen? Das ist so bläulich lila. Ich weiß nicht, ob es die Kamera mitnimmt. Ah, ist ja wieder so schwer. Egal. Ein schöner Mix, muss ich sagen. Ja. Da wartet. Ich gucke mal. Shit, ich krieg das nicht eingefangen. Ah, ist ja schade. Ja, also Glitzer ist halt auch immer schwierig einzukaufen. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, dann habe ich gedacht, naja, gucken wir nochmal. Pastel Dream Rosé PD1-20. Davon habe ich so wenig. Ich habe eher so Magenta-Pink und das ist, oh, ist ein schöner Mix. Guckt mal. Sieht relativ genau so aus, wie es ist. Wunderschön. Der Frühling kommt. Ich freue mich. So, bitteschön.
Dann habe ich hier die 973 Sparkle and Queen Gold Pink. Moment, das andere ist doch eben auch so, oder? Das war der Wunsch. Ja, das gehört zu dieser Serie. Seht ihr das? Da gibt es also eine Serie von. Ich habe da noch Gold Pink genommen. Oh, wow. Ich glaube, ich muss noch mal gucken gehen. Das gefällt mir jetzt. Das gefällt mir echt gut. Why? Gut, manch einer sagt, das kannst du ja selber mischen. Aber es gibt manchmal so Glitzer, die muss man mitnehmen, weil ich mische gerne Glitzer, aber Golden, genau, Glamour, ist Christmas, also Xmas, Christmas, gehört also zu einer Weihnachtsedition wahrscheinlich. Und das ist auch nochmal, das ist aber jetzt richtig golden, gelb, mit Holo, also regenbogenartig, Gold, ist wirklich ein ganzer Unterschied zu diesem hier. War er das? Wo ist mein Gold? Ja, hier sieht es jetzt wieder, also ich halte die mal zusammen, damit ihr es mal seht. Ne? Also richtig gelbe Sonne sozusagen, goldene Sonne, gelbe Sonne. Ich rede heute wieder einen Scheiß. Hauptsache, ihr könnt mal lachen. So, jetzt haben wir hier noch, ist das das Geschenkerl? Was waren jetzt das Geschenkerl? Die 5535, das ist das hier, das ist das Geschenkerl. Das sind Shapes, sehr schön, vielen Dank, dass das mitgepackt worden ist, weil genau das ist dieses Gold, was ich für meine Epoxy-Herz-Geschichten brauche. Jetzt habe ich auch mal ein paar größere. 585 ist Metallic Glitter, keine Ahnung, wo das jetzt, ja, das ist halt ein Solo-Glitzer, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann haben wir hier, wie gesagt, einmal die 664 in Richtung Weihnachten und ich finde ihn halt ein gelber Ton, ja. Und halt auch mit gemixten Bestandteilen. Feinster Glitzer. Ich glaube, das ist alles relativ rund. Ich sehe jetzt hier keine Hexagone. Aber das dürfte bei mir nicht sicher sein, wenn ich die Brille nicht auf habe, habe ich die Brille nicht auf, gell? Ja, sehr schön. Muss ja niemand wissen, dass das zur Weihnachtszeit entstanden ist bei Creative Arts. Ja, also, ich würde sagen, hier ist Name Programm. Ja, ich kann euch den Shop wärmstens empfehlen. Es ist immer so eine Sache, ihr wisst das alle, wenn man im Shop Farben schauen möchte, wenn man im Shop Glitzer, da ist besonders schwer, sowas zu fotografieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei Creative Arts, was die Glitzer angeht, noch nie wirklich derart verhauen, dass ich gesagt hätte, nee, den wollte ich, das hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, den hätte ich nicht so gewollt. Es gab einen, da war ich erst, dachte ich auch so, ist aber auch ein Wunschglitzer gewesen, aber das ist heute ein Schatz und ich meine sogar eine Abonnentin, wenn es nicht sogar, nee, es war eine Press-On-Kundin außerhalb, die hat sich den gewünscht, das ist so ein Schwarz und hier ist so pinker Anteil drin und da habe ich auch erst gedacht, oh Güte, wie sieht denn das nachher aus? Aber der sieht auch phänomenal aus auf den Nägeln. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Wunschglitzer. Ich halte ihn euch nochmal näher rein. Wartet, ich gehe nochmal näher an die Gamma da. Und da habe ich auch gedacht, und was hast du denn da? Was hast du denn da jetzt gekauft? Aber ich benutze ihn und er ist toll. So, wie gesagt, ich habe da noch keine Fehlkäufe gehabt. Trotz, dass es schwierig ist, in der Kamera oder die Fotografie so hinzubekommen, schaut bitte rein. Ich verlinke euch den Shop hier im Video unterhalb der, ja, ich bin gerade mit meinem, wisst ihr, ich sehe was und dann geht mein Kopfkino los. Und dann merke ich, das Andrea ist nicht multitasking-fähig, gell? Also jetzt weiß ich nicht, was mache ich jetzt als erstes? Doch, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich beende das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch mal kurz mitnehmen in die Welt von Creative Arts. Toller Shop, wie gesagt, in der Infobox, das wollte ich sagen. Hau ich euch den Kontakt rein, beziehungsweise den Shop selber. Geht mal rein, duschert mal und lasst euch etwas beglimmern und ein bisschen vielleicht Shishi per Post nach Hause kommen lassen, keine Ahnung, ich freue mich. Hiermit beende ich das Video, ein ganz kurzes Unboxing. Und ja, wie gesagt, ihr bleibt in eurer Mitte, ihr schafft euch eure Wohlfühloasen mit Glitzer oder ohne, egal wie. Hauptsache Shishi auf dem Nagel und wir sehen uns zu einem weiteren neuen Video hier bei eurem Nagelkunstradio von und mit mir, Nails, Coffee and Tea. Macht's gut, bis dahin, tschüss.